Hallo zusammen. Willkommen zurück. Heute bin ich wieder auf der rechten Seite. Und ich bin heute mal ausnahmsweise auf der linken Seite und in Deutsch. Genau, im Titel könnt ihr es schon sehen. Heute geht es wieder um unsere On-Air-Lampe. Die hat ja leider nicht ganz so gut durchgehalten, weil die Batterien ziemlich schnell oder die Akkus schnell leer gegangen sind. Deswegen ist heute der Plan, das bisschen umzulöten, dass wir den einfach mit Micro-USB betreiben können. Dass er einfach dauerhaft Strom hat, dann sollte der auch in den zukünftigen Streams angehen und ausgehen, wie eigentlich geplant. Genau, dafür können wir gleich loslegen. Erstmal den Code. Da haben wir ein, zwei Sachen zu ändern, dass wir jetzt hier ein bisschen testen können. Genau, da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Wir haben ja hier unseren Deep Sleep etc., was ich am Anfang gerne machen wollte, einmal mit euch einmal messen. Ich hoffe, dass das funktioniert mit unserem Multimeter, wie viel Strom der zieht, wenn er angeht und wenn er das Relais schaltet und die Verbindung macht. Das heißt, wir wollen nicht für 5 Minuten bzw. für 1 Minute irgendwie Delay hier drin haben, sondern gar keins. Dass der einfach immer wieder direkt startet. Okay. Zumindest so die Idee. Verkraftet die Funktion 0? Werden wir Ja, rausfinden. ich überlege gerade nur, genau, wir machen glaube ich kein Delay hier, sondern machen auch einen Deep Sleep, dass er dann auch wieder mit dem Setup startet, weil er macht ja, oder macht er hier den Verbindungsaufbau? Mal kurz reinschauen. Stoppen. Ah, genau, Wi-Fi beginnen, genau, da verbindet er sich mit dem WLAN, das wollen wir auch messen, deswegen starten wir komplett neu. Das heißt, der muss auch, wenn wir online sind, was jetzt aktuell der Fall ist, auch schlafen gehen. Genau, einfach 0. Genau, hier unten ist im Endeffekt auch 0. Das sollte passen. Möchtest du, dass er dann eine Weile vielleicht anbleibt? Oder weil wenn du jetzt Strom messen möchtest und der geht sofort wieder aus in den Deep Sleep, vielleicht. Gut, Deep Sleep geht er eh sofort aus. Okay. Dann machen wir vielleicht ein kleines Delay noch rein, Ja, irgend dass er doch sowas, dass du ein bisschen anbleibt. Zeit hast. Ja, stimmt. Ach, mal 5 Sekunden. Ja. Gut, genau, wir sind eh nur im Online-Fall. Das sollte dann passen. Genau, dann stöpsel ich den mal an. Hey, half soweit. Oh, erster Zuschauer, sogar aus dem Urlaub. Dann zeige ich mal, was du hier treibst. Genau, lass mal ein bisschen nebenbei sehen. Der kommt so rum. Strom. Genau, Output. Da. Das müsste der sein. Gucken wir mal, ob das geht. Upload kann ich gar nicht drücken. Warum? Anderer USB-Port oder so. Die zwei sind es nicht. Angeschlossen ist es. Ich zieh es mal raus, gucken, ob es verschwindet. Ja, jetzt ist Ja. es weg. Jetzt ist es wieder drin. Was? Ah, jetzt kommt was. Connecting. Genau, das ist der Output, den wir unten Ja, den sehen. machen wir Aber mal warum geht der kurz. Upload nicht? Müsst ihr kurz auf mich verzichten? Ach, ja. Ist nicht so spannend, was da unten passiert, aber. Gleich die Fehlermeldungen kommen. Frag mich, warum den Upload nicht machen möchte. Muss ich erst kompilieren, zuerst einmal? Was macht er eigentlich in einem? Compilation failed, oder? Oder ne, Upload complete. fail. Fail to connect. Timed out awaiting. Ah, es kann sein, weil er immer wieder in Deep Sleep Ist ja noch im geht. Deep Sleep, dann muss ich ihn vielleicht resetten. Das könnte sein. Ist bei meinem anderen war das Reset. auch. Dass man ihn resetten musste und dann connecten. Dann und dann verhindert er das Deep Sleepen. Also ich habe jetzt auf Reset. Ah, jetzt sagt er auch Upload. Ja, also Lektion. Wenn ihr Deep Sleep verwendet und wollt wieder was neu programmieren, dann müsst ihr vielleicht den Reset drücken, wenn ihr schon connected seid, damit er dann automatisch das Deep Sleepen verhindert. Ja, genau. Also zumindest sagt er jetzt unten Connecting. Ich weiß nicht, ob das so lang normal war. Mal kurz warten.
Das ist klassisch. Machst du neu Projekt auf, ging alles, startest, geht gar nichts. Okay. Was? Immer noch Timed Out, fail to connect. Muss ich das den Reset vielleicht mal spammen ein bisschen? Oder es gab auch irgendwie diesen langen Reset drücken. Also, ja. Also, er gibt irgendwie kein Feedback. Er leuchtet jetzt nicht bunt oder so. Aber der Controller leuchtet noch. Wenn er. Also er kriegt irgendwie Strom und lebt noch. Meine? Zieh ihn mal ab und nochmal an. Dann ist er zumindest kurz aufgeleuchtet. Genau, also leuchtet. Okay. Kurz. Vielleicht jetzt gleich probieren zu flashen. Go, go, go. Ich habe echt gedacht, der M1 ist schneller. Hallo, das war nicht kompiliert. Die zwei Zeilen Code. Das ist hier Layer 8, Bottleneck. Ja, das fürchte ich auch. Aber das kann sich dann noch eine Es Stunde sieht nicht ziehen. so aus, als würde das klappen. Oh Mann. Dann machen wir wohl doch was anderes heute im Stream. Was? Naja, wir versuchen das wieder hinzubekommen irgendwie. Ja, ach so, ja, klar. Ich ziehe da mal den Braun. Ne? Soll ich den Screen wechseln? Bis du dich Nee, sortiert hast? nee, passt. Ich lasse das mal nebenbei auf. So, was ist unser Fehler? Also, Upload Error für Upload. Timeout für Googeln wir einfach mal danach, vielleicht haben wir ja Glück. Dü-dü-dü. Show verbose output during compilation. Ah, hier. Upload. Versuchen wir es mal, vielleicht steht da ja mehr. Genau, das ganze Compiling, das sieht gut aus. Das klappt auch, aber hier bleibt er hängen. Okay, war es das doch Ich nicht. glaube fast wirklich, dass der noch in dem Deep Sleep drin hängt. Aber wir sind online, also eigentlich. Ah, vielleicht ist der Token abgelaufen. Haben wir dafür Output, falls der Token abgelaufen ist? Beginn, Status, Response. Stimmt, kannst du connecten, einfach Refreshing mal. Token failed. Genau, dann gucken wir einfach mal, was er so sagt. Zeigt er das direkt an im Output? Ah, hier genau. LD, ah, schön. Glaube, du kannst dich wieder reinmachen. Ah, Error Messages sind besser Connecting natürlich. with IP, getting new access, status ist minus 1. Refreshing Token failed. Ja, aber. Ist er Status ist offline? minus Ist er nicht mehr im 1. WLAN? Oder hat sich nicht geändert vom WLAN. Spannend hier. Eieiei. Genau, das passt. Ich gucke mal, ob ich vielleicht ein neues Twitch. Ah, es kann sein, dass das Twitch Token abgelaufen ist. Okay, wenn Ich du glaube, die waren dann gar nicht so lang Neues gefasst. holst, dann gehe ich mal hier auf uns zwei. Ich habe das unten auf meinem Screen, die Passwörter. Ja, nur wenn du die oben reinkopieren möchtest. Ach so, aber ich bekomme die ja gar nicht drauf. Auf den Okay, kleinen. dann lass uns erstmal das Problem hier versuchen mit dem Flashen. Okay, das heißt. ESP, was war es? 8266? Wo steht denn das?
Oh, mein Stand ist nicht hier oben. Hausarbeit hat bemerkt, dass du trainierst. Hab ich? Also laut ihm schon. War ich tatsächlich schon lange nicht mehr. Also, so ah, du solltest nicht so trainieren. Das ist vielleicht die Lösung. Flash when in deep sleep. Vielleicht gibt es ja hier Hilfe. Also ich hatte auch schon solche Probleme. Und meist hat dann bei mir Reset Dauerdrücken also irgendwann geholfen. Also hat zwei Knöpfe. Einer ist RST, also Reset, und auf dem anderen steht Flash. Nur weiß ich nicht genau, wie man den halt benutzt. Ja. Yeah. Also was man dann anschließen muss. Weiß ich bei dem auch nicht. Nein, du willst keine Hardware ändern. Auf dem Board wollte ich jetzt nicht unbedingt rumblöten. Node MC. Ah, okay, das ist der, den wir haben. Aber er war ja jetzt gar nicht in Deep Sleep. Der war doch jetzt gerade hier im Connecten. Also in der Konsole haben wir ja gesehen, was er ausgegeben hat. Ah, guck mal, hier. Ah, nee, genau. Das erste war minus 1, weil er kein Token bekommen hat. Und dann hat er 401, weil der Token unauthorized. Oder war er nicht mehr gültig? Ja gut, dann ist tatsächlich der Token wahrscheinlich abgelaufen. Ja. Aber genau, dann sagt er, we are not online. Aber dafür hat er eine Weile gebraucht, wenn du in der Zeit versuchst, ihn zu flashen. Muss ich aber fix sein. Ja, kann man Stecker nochmal ziehen, das sind wirklich Resetters. Mhm. Und dann muss ich ganz schnell drauf drücken. Wobei, ich muss eigentlich schon davor, kann man es davor kompilieren? Ich weiß nicht, ob er das dann nimmt, wenn man keine Änderung hat, oder ob er einfach immer neu kompiliert beim Upload. Man würde es nicht wünschen, aber... Ja, kompiliert mal. Los, M1, los, los, los! no Upload Port Provided. Dann muss ich war wahrscheinlich schnell. Ich war zu schnell. Okay, ich muss noch warten, bis die eine I den erkennt. Auf Neues. Und drin und los. Connecting. Das ist doch was faul. Okay, wir waren zu langsam, oder? Aber da ist er auch in Connecting. Haben sich irgendwas an den Settings geändert, da oben in der Connection? Bist du auf einem anderen USB-Port oder sowas? Ich habe das Projekt nicht mehr aufgemacht seit dem letzten Mal. Das heißt ja nichts. Ja, stimmt, wie gesagt, kann sich alles ändern. Ich muss mal kurz schauen, vielleicht hat er hier irgendwie Tipps. To end res plus GPIO 0 to enter upload mode. Connected und gut, upload mal gut. Okay, RST, Moment, ist das auch ein. Da ist RST und was hat er da verbunden? Also wir haben hier unseren RST, über den die gesprochen haben. Mhm. Und A0 haben sie gesagt. Ich meine, das könnte A0 sein. Oder AO? Ja, doch, A0 müsste. Dann schaue ich mir einfach mal. Ah, guck mal, Reels. Ah, genau. Nehme ich einfach mal den Jumper hier, der ist aktuell auf D0. Also für unsere Zuschauer, das sind die letzten Momente unseres Controllers. Zack. Oh, er wird schon heiß. Und? Nee, Quatsch. Okay, muss ich jetzt nochmal Reset drücken? Vermute mal ja, dass er das jetzt an den Pin schickt.
Ah, okay, er leuchtet. Immerhin. Also zumindest ist er jetzt mal aus dem Deep Sleep wahrscheinlich aufgewacht. Jetzt ist die Frage, ob er das reicht. Ja! Cool. Sehr schön. Easy. Gefixt. So schnell ging's. Und so bringt man den Stream zu Ende. Ja. Gerade mal 15 Minuten verbraten. Naja, das war ja nicht Aber verbraten, das war richtig ja was gelernt. den Zuschauern mal wirklich was beigebracht. Also vielleicht kannst du noch mal, Und mir selbst auch. ja, vielleicht kannst du noch mal genau Ja. zeigen. Da kann ich ein bisschen näher dran gehen, dass ihr das seht. Genau, das hat er hochgeladen. Aber ich kann nicht ganz so weit weg mit dem Controller. Wir hatten hier unsere Leitung von Reset auf D0. Das war, glaube ich, für den Deep Sleep irgendwie, dass er sich danach selber aufwecken kann oder so. Hab's nicht mehr ganz im Kopf, warum wir den da gemacht haben. Genau, in der Anleitung wollte, dass man Reset mit A0, das ist der hier ganz rechts außen, verbindet. Das haben wir gemacht. Also gerade umgesteckt. Und dann auf den Reset-Knopf. Und dann hat er sich irgendwie anders resettet. Also wahrscheinlich hat er dann diesen Deep Sleep, konnte den unterbrechen. Und hat dann gestartet und war vielleicht in einem anderen Modus, dass er das annimmt, wenn irgendwie eine Connection reinkommt. Okay. Irgendwie sowas in der Art vermute ich. Also ich habe jetzt auch nicht mehr gelesen als den Foreneintrag hier, aber Ja. da war das falsche Fenster. Genau, also den Teil haben wir im Grunde gemacht. So, jetzt haben wir unsere neue Firmware drauf. Das heißt, wir haben unser Delay hier. Können wir mal gucken im Serial Monitor, was wir hier Welchen sagen. kommentiere ich das Deep Sleep mal aus, bevor wir hier uns gleich wieder ins Bein schießen? Mal kurz flashen. Genau, dann können wir gleich auf den Serial Monitor gucken, ob wir jetzt mit We are not online zugespammt werden. Ich glaube, du musst ihn nochmal resetten. Hat ja, das wieder nicht. So aus. Ah, leuchtet. Na doch. Hast du jetzt was gemacht gehabt, Jetzt habe oder? ich es umgesteckt. Ah. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob er nur ein bisschen länger gebraucht hat zum Verbinden. Ich lasse ihn mal so eingesteckt. Didim. Wir brauchen so Ich wollte Fahrstuhlmusik gerade als sagen, wir brauchen Einspieler. Wartemusik. Slack hat da was Cooles, wenn du in einem Huddle alleine bist, dann kommt irgendwann so Fahrstuhlmusik. Echt jetzt? Aha. Das ist sogar voll angenehm. Das heißt, du chillst ab und zu alleine im Nee, das ist mir nur einmal Hadel. passiert, als ich mit dem Kunden telefonieren wollte und dann hat das, glaube ich, nicht gesehen oder hat woanders mich angerufen. Genau, jetzt haben wir es geflasht. Jetzt sollten wir hier. Genau, jetzt gehen wir hier im Kreis. Jetzt ist nur die Frage, warum bekommen wir hier ein 401? Na gut, das Ding war jetzt eine Weile offline, hat nie mehr seinen Token Aber aktualisiert. den Token habe ich ja aktualisiert eigentlich. Gerade eben, oder wie? Ja, also ich habe ihn hinterlegt. Ah, ich bin im falschen Projekt. Habe ihn doch nicht hinterlegt. Dann wechsle ich mal Classic. kurz die Szene. Warte mal, wie kriege ich hier? Ah, genau, da hatten wir sogar einen Bearer-Token von Anfang. Moment, jetzt habe ich aber zu viel aufgemacht. Heute ist so still im Chat. Schreibt mal was, Leute. Zwei Leute im Chat. Ganz schnell geht mehr. Ja, da muss mehr Habt ihr gehen. Fragen oder sollen wir irgendwas Geht ja um die coole On-Air-Lampe. Tolles machen? Wenn es Wünsche gibt vom Chat, dann können wir die vielleicht auch umsetzen. Sollen wir irgendwas anderes verlöten. So, jetzt habe ich das Secrets angepasst. Jetzt gucken wir nochmal. Sagst du, wenn ich zurückwechseln kann? Kannst du zurückwechseln. So. Blinken soll Jetzt sie. geht's. Disco. Ja, das wäre dann schon ein Feature-Request, ja? Dass er blinkt? Ja, dass die Also so wie On-Air-Lampe hier? blinkt, wenn er online ist. Oh, blinken die Lampe. Ja, aber jetzt haben wir ja Strom. Also wir können ja eigentlich Ja, an. das. So, wenn wir online sind, können wir ja nicht anbleiben. Machen Delay von 5 Sekunden oder von einer Sekunde oder so und dann wechseln wir einfach immer hin und her.
zwischen Sebastian und Herr Wechsel. An, aus. Ah, achso, 5 Sekunden an, 5 Sekunden aus. Ja, Hammer blinken. Ah, ja. Dann macht am Morsecode. Das macht entweder immer klack, klack, wenn wir es über das Relais machen, oder wir müssen halt den State durchschalten. Oder, ich weiß nicht, vielleicht kennt sich der Felix da aus, wie man über den Chat, wenn da jemand was schreibt, irgendwie Lamp on, Lamp off, dass sie dann an und ausgeht. Stimmt, da könnte man mal überlegen, was man dann noch über die API-Integration machen kann. Ja. Müssen wir es aber in den Hintergrund stellen, dass man es im Stream sieht. Ja, ist nur die Frage, ob der Controller damit klarkommt oder ob man das. Weil ich glaube, da muss man dann hören. Da gibt es dieses Publish Subscribe. Okay. Ich weiß nicht, ob das der Controller packt. Ja. Daran könnte es vielleicht scheitern. Aber also die nächsten 10 Streams sind gesichert. Muss Moritz sagen, ja, du musst doch umplanen. Okay. IRC oder WebSockets? Ah, da müssen wir mal gucken. WebSockets geht bestimmt irgendwie. Okay. Okay, das heißt, der Chip müsste praktisch die ganze Zeit auf den Chat hören und gucken, was da reinkommt. Ja. Eigentlich. Kann man bestimmt machen. Aber lassen wir jetzt mal hier weitermachen. Genau, stärkere LED ist der andere Vorschlag. Ja. Vielleicht. Ja, wir brauchen eine größere Lampe. Müssen wir mal mit Management reden, die wir aufs Dach spannen können. Dass das dann auch in der. Her. Achso, noch ein Gebäude, das ist dann. Ach so, wie so ein Batman-Logo. Das ist aber auch jeder sieht. Genau, so flutlichtmäßig. Mhm. Aber halt die On-Air-Lampe. Okay. Ja. Sieht aus, als wären wir immer noch nicht ganz da, wo wir sein wollen. Hast du jetzt wirklich das richtige Token ersetzt? Das, was ich vorher geholt habe. Das Access-Token. Client Secret ist noch gültig. Ah, Moment mal, ich habe das bei Twitch Secret eingepackt. Das ist was anderes. Das sollte nicht ersetzt werden. Twitch Token, da muss das hin. Das hört sich besser an, zumindest. Kann ich gleich ein neues holen. Mensch, wenn man so lange nicht mehr damit gearbeitet hat, dann hat man die Hälfte schon wieder vergessen. Auf ein neues. Aber warte mal, diesen Twitch Token, den wir. OAuth-Token. Wo wird denn der benutzt? Hi Marketing Rocks, was du verpasst hast bisher, wie Christian struggelt, den Mikrocontroller überhaupt wieder zu programmieren. Wir haben herausgefunden, dass wir einen Pin umstecken mussten, um den Deep Sleep zu verhindern. Und jetzt versuchen wir gerade mal wieder zur Twitch-API zu connecten. Irgendwie sind unsere Credentials abgelaufen und Christian tut sich gerade ein bisschen schwer damit, den richtigen Token zu ersetzen. Aber vielleicht geht es ja gleich weiter. Vielleicht. Kann ich zurückwechseln oder hast du noch offen? Ey, ich habe keine Passwörter auf mich. Ah. Guck nur im Code. Wir lesen den irgendwie gar nicht aus. Also die Variable heißt Twitch-Token, aber die wird nirgends so benutzt. Ja, du holst auch aus der... Die wird nicht benutzt. Ja, weil wir haben es ja eigentlich so gebaut, dass er sich selbst den Access-Token holt. Aha, mit? Mit Client-ID und Secret. Okay, ist das irgendwie abgelaufen? Hat man das gerade gesehen? Ich glaube, man hat es gesehen, als ich drüber gehabert bin. Wie tschüss? Marketing Rocks? Nee, nix tschüss hier. Geht jetzt richtig weiter. Ja, Secret sollte sich eigentlich nicht ändern. Client-ID auch nicht. Also ich habe doch, wenn ich bei Postman den Call mache, dann bekomme ich ja auch was. Ist auch der gleiche Endpunkt. Wo steht's? Genau, der hier. ID, Twitch, bla bla. Hat sich der Fingerprint vielleicht geändert? Könnte vielleicht sein. Vom Zertifikat? Jupp. Ich weiß nicht, ob er das hart überprüft oder ob das nur so alibimäßig ist. Wo sehe ich das? Hier? Nee. Ach, hier glaube ich auf dem Schloss. Genau, da war's. Mai 23.
Vielleicht ist es abgelaufen. Also das alte meine ich. Ja. Dann 07, brauchen wir ja, oder? den. Der fängt mit AC, AC und CF. aber 2,3 und nicht 2,7, Ah naja, ja, ist okay, dann ist anders. tatsächlich ein anderer. Und which RP Fingerprint, guck den auch Den können gleich wir auch nach. gleich. Okay. Da haben wir 0E zu 7, der ist gleich. Der ist auch Erz. Kann sein, dass ich den halt schon hatte. Der ist gleich. Ja. Okay. Dann auf ein neues. Auf ein neues. Ich meine, das Programmieren funktioniert inzwischen. Ja, ich habe den auch noch umgesteckt. Also ich kann mir vorstellen, gut, wir sind jetzt eh nicht mehr im Deep Sleep. Ja, das stimmt. Ja, dann liegt es wahrscheinlich eher daran. Ach, jetzt lass uns doch mal die kleinen Schritte hervorheben. Genau. Felix sagt, man hat nichts gesehen, das erleichtert mich. Sie sind geflasht. Genau, auf und zu. Connecting. Jetzt ist er im WLAN. Access Token. Ja, sehr schön. Yay. Cool. Okay, warum ist die Lampe aber nicht an? Turning on light, checking online status. Die Batterien habe ich drin. Ah, Kannst du vielleicht noch sind die was? Batterien schon tot. Das kann natürlich sein. Ich hole die gerade mal raus. Dann kann ich jetzt rüberschalten nach dem Ja, genau, jetzt können wir mal auf Hardware-Update. die Hardware gehen. Ich schiebe mich auch mal ein bisschen rüber. So, muss mir ein bisschen Platz machen. Unser schickes Multimeter. Gucken, ob ihr auch was seht. Also, was hast du denn jetzt vor? Was ist denn dein Plan? Jetzt wollte ich erstmal gucken, ob die Batterien leer sind. Okay. Weil das Licht ja nicht anging. Durchmessen. Na? Ja, das kann man als leer bezeichnen. Ja. Minus 0,6 Millivolt. Und die hat 1,1, auch relativ leer. Ja. Ja, ich glaube, die zwei hat es zerhauen. Ja, die sind Die sehr waren so lange da unterschiedlich. drin und wurden immer wieder so Leer gezogen, angesaugt. das letzte Stück So, ich rausgenuppelt. habe sie zwar geladen, aber. Ja, und sie scheinen auch sehr unterschiedlich zu sein. Ja, also die hat 1,1, aber das ist auch ein bisschen wenig. Okay, schade, weil ich wollte eigentlich messen, wie viel Strom der verbraucht. Aber dann löten wir einfach erst um und dann gucken wir, wie viel Strom er vom USB zieht. Okay, das heißt, du lötest jetzt das Batteriekästchen aus und Genau, also wir haben ja unsere. Brauchen wir nicht weg. So, wir hatten ja hier unseren Mikrocontroller. Hier drunter sind die Batterien. Und da sind wir einmal hier plus, da minus. Und dann fängt der Schaltkreis an. Genau. Und jetzt müssen wir im Grunde hier dran, anstatt ans Batteriefach. Dann sollte eigentlich soweit alles stehen. Okay. Wo führt Ja. es aktuell hin? Das hier? Ja. Das geht direkt an das Board hier, was drauf war. Ach, also Also an der genau, da ging Diebe. die von hier vorher auch hin. Aber wir powern das ja selber Okay. über andere Wege. Ja. Genau, das Relais. Das heißt, genau, wir ziehen erstmal die ab. Die ab. Mach geschwind ein Bild von dem Arduino, welche Kabel ich wo drin hatte. Immer schlau, bevor man irgendwas abzieht, nochmal ein Bild zu machen. Ja. Besonders wenn man seit einem Monat nicht sein Projekt gemacht hat und man hat keine Ahnung mehr. Yep. Genau, dann kann man das Kabel wegmachen.
Die anderen sind angelötet, die bleiben auch. Genau. Dann machen wir den Lötkolben an. Ich schiebe mal den Lötkolben ein bisschen auf Seite. Ja, das ist doch Alu, oder? Ja, Display und so. Ich weiß nicht, ob der so Hitze mag. Gehäuse wird es wahrscheinlich verkraften. Ich hoffe, ihr seht es gut. Irgendwo hatte ich Lötzinn. Okay. Vielleicht auch. Ah, ich muss noch die Entlötpumpe holen. Bin gerade kurz weg. Ja, schade, dass Jonas heute nicht da ist. War so, unser absoluter Löt-Fan. Der nochmal eine Chance für ihn zu löten und er ist nicht da. Tja, wer in Urlaub will, hat halt Pech, ne? Ja. Macht man halt einfach nicht. So. Jetzt sind wir hier. Hot. Weiß nicht. Hört man wahrscheinlich nicht das Zischen, aber es zischt. Ah, mit welchem fangen wir an? Machen wir mal die USB weg. Laden. Ist da viel Zeug drin? Ja, wenn die immer nur benutzt, aber nie geputzt wird, dann. Ja, dann sammelt sich das schnell an. Ja. Hat der Lötkolben auch noch eine feinere Spitze? Die wirkt auf mich so grob. Er hatte eine andere Spitze, die war ein bisschen feiner vielleicht. Die habe ich aber zerstört. Ah. Durch unsachgemäßen Gebrauch. Deswegen habe ich hier eine neue geholt. Die ist, kann sein, dass sie ein bisschen dicker ist. Aber die ist jetzt nicht wirklich sehr dick. Ja, die will nicht ganz weg. Dann wirkt es nur so auf der Kamera. So. Sauber machen, obwohl wir die nicht brauchen. So, die zwei sind weg. Dann machen wir den hier weg. Wofür ist der da? Das ist aktuell unsere Masse. Mhm. Die, achso, nee, die brauchen wir doch weiterhin, wegmachen, oder? Genau, sondern am Batteriefach. Am Batteriefach. Das war nochmal kurz gequatscht. Immer Double-Check. Ja. Pass auf, dass das Kabel nicht zu heiß wird. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd. Du legst Lötzinn drauf oder so, damit es. Geht von unten. Also, es funktioniert erstaunlich gut, wenn man so ein bisschen Lötzinn an die Spitze macht. Ja, ja. Und dann überträgt es sehr schnell Wärme. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. So, jetzt muss ich da unten, ich glaube, ich schraube kurz das Ding ab. Das ja, ist einfacher, als mich da ich denke zu vorstellen. Einmal. Zweimal. So. Mal den auf der Seite. Da kommt der dann auch weg. Geht daneben. Genau, dann müssen wir noch den kleinen hier ablöten. Schauen. Welchen kleinen? Also ich von hier. Wobei, also wir könnten entweder die Kabel zusammenlöten. Ja. Ja, machen wir es so. Das ist einfach. Da kann ich auch ein Kabel kurz offen lassen fürs Messen. Ja. Und dann machen wir das anders. Wenn du die zusammenlötest, willst du dann, wie isolierst du mit Schrumpfschlauch? Guter Punkt. Ich bin gleich wieder da. Es empfiehlt sich immer, den Schrumpfschlauch vorher drüber zu machen, sonst schlüttelt man zweimal. Ich spreche aus viel Erfahrung. Ja. Und Not macht erfinderisch, dann hätten wir irgendwie Klebeband als Alternativen und sonstiges. Ja, aber es macht nie so richtig Spaß. Ich glaube, die haben wir benutzt letztes Mal. Also die dünnsten, die drüber passen. Ja. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, das schrumpft auch weit genug.
Und natürlich braucht man auch was, um den Schrumpfkorb zu schrumpfen. Deswegen komme ich auch gleich nochmal. Wir sind hier zum Glück direkt in unserer Werkstatt und ja, deshalb haben wir hier kurze Laufwege. Und das ist kein Problem. Genau. Fangen wir mit dem Schwarzen an. Ja. Ist ein bisschen wenig. Ach, von der Strecke, oder? Ja, ich glaube, das geht. Ja. Blödsinn. Ja. Das ist schon wieder der Punkt, wo man mehr Hände bräuchte, als man hat. Ja. Mal gucken, ob das hier klappt. Einmal der und der Schrumpfschlauch. Der, ich will nur 14. Die, Okay. Sinn drauf. Hier ist der Schrumpfschlauch. Ja, ist vielleicht ein bisschen lang. Ja, ist ein bisschen lang. Kann man den reißen? Oh, geht sogar. Okay. Na, ist ein bisschen. Wenn ich den so rum drauf mache, bekomme ich ihn nicht mehr. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Hätten wir das auch evaluiert? Ja. Lernen aus unseren Fehlern. Spart ihr euch ein bisschen Schrumpfschlauch. Ja. Ist zum Glück nicht die teuerste Ressource. Ja, klar. Schieben am besten weit zurück einen Schrumpfschlauch. Ja, sonst schrumpft er schon. Ja, ja. Wäre auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ist zusammen. Ist jetzt nicht super schön. Alles. Aber es hebt. Es hält. Auf der Kamera kann man es nicht genau genug sehen. Ah. Nein, das meinte ich als Vorteil. Da kann man die Lötstelle nicht so sehen. Das war, sah super aus. Das hebt klasse. Das ist leider der Fokuspunkt nicht ganz. Aber. Ah, ja, das ist mit dem Weiß und Schwarz ein bisschen schwierig. Ja. Aber den haben wir durch. Das heißt, jetzt können wir endlich anschließen und messen. Wie hatte ich das angeschlossen? Was kommt wohin? Da braucht einer. Ich schraube es erstmal an und dann gucken. Ja. So, das Loser. So. Oh, das ist magnetisch. Das sehe ich gar nicht. Ja, guter Schraubenzieher halt. So, jetzt die Verkabelung. Die zwei brauchen wir zum Messen. Nach oben. Dann der ist Strom für den Arduino. Der ist Strom fürs Relais. Jetzt. Chip. Tür, wo mein hier. So. Das war hier dran und jetzt brauche ich mein Handy, um zu schauen, wie das verkabelt war. Der war so rum. Orange war auf dem dritten. Grün war daneben. Ich bin erstaunt, du hast so ein Bild gemacht.
Und es bringt dich tatsächlich weiter. Üblicherweise mache ich das so, dass ich hinterher nichts davon nutzen kann. Ja, Also das irgendwie die passiert auch Perspektive oft. so schlecht, dass man nichts Ja, erkennt. und es fehlt die Hälfte irgendwie. Ja. Oh, da waren ja auch noch Kabel. Man weiß alles, was man sieht, aber das andere, das Ja, fehlt. genau. Ja, also Also die Hälfte hat du man bist auch noch nicht noch. fertig, vielleicht habe ich es jetzt gejinxt, Dann sind da zwei leer, dann kommt der gelbe. Das ist wahrscheinlich Ground. ist ja auch hoffentlich auf der richtigen Seite vom Ja. Controller. Okay. Zum Glück sieht man den Teil vom Controller, weil das war jetzt nämlich mein Gedanke. Oh Mist, wie rum war der eigentlich? Genau, der braune. Wobei, den brauchen wir, glaube ich, nicht. Das war nur der Reset. Und Ground. Ground ist der. Plus. Nächstes Mal muss ich die Kabel ein bisschen besser planen. Ja. Okay. Willst du mal double checken, dass alles plus auf plus geht? Also wir Und hätten unser Plus, das geht durch zu. Ist das nicht die falsche Seite? Gut, dass du es gesagt hast. Sonst wäre der jetzt echt abgeraucht. Genau, wir gehen hier auf V-In und Ground. auch rot auf VN, ja, als linke. Genau. Dann laut meinem Bild haben wir leer, grün, orange, blau, leer, gelb. Das passt. Den braunen, den braucht man gerade nicht. Der orangene geht zum Relais auf S, wie Signal. Dann sind plus, minus, rot, schwarz. Genau, und schwarz geht zurück. Sehr Genau, gut. das ist unser Knopf, das ist der. Und Strom bekommt die Lampe. Genau. Also das Board hier. Ja. Genau, dann können wir. Einmal Pass, brauchen wir Strom. bevor du den Strom anschließt, pass vielleicht auf, dass das rote Pluskabel jetzt da nicht irgendwo an einen dieser Chips kommt oder so. Ja, stimmt. Das ist ein gutes Einwand. Vielleicht kann man ein bisschen außerhalb legen. Dass ich eher hier nebendran das messe als Ja, oben drüber. yep, das klingt nach einem guten Plan. Genau, einmal das und ihr wollt ja auch etwas sehen. Ich bin selbst gespannt, ob man überhaupt was sieht auf dem Multimeter, weil das halt ein Multimeter ist und kein Oszilloskop. Also der von der Abtastrate ist der eher niedrig. Und da wir so Impulse wahrscheinlich haben werden vom Strom, kann sein, dass sie halt nicht alle auftauchen. Aber wir versuchen es einfach mal. Ist denn Ich hier glaube, irgendwo überhaupt was? hingelegt war es für uns besser. War besser. Ich dachte halt, das spiegelt so ein bisschen. Aber Ja. ah, so, so groß. So müsste es gehen. Genau, dann müssen wir hier umstecken. Wir versuchen es mal mit Milliampere. Ich hoffe mal nicht, dass der so viel zieht. Ich habe mal getestet, als ich die Batterien oder die Akkus aufgeladen habe, wie viel Ampere die maximal durchlassen. Was schätzt du? Die Batterien. Aha, also Batterie einfach kurz geschlossen. Ja, da wirst du die 10 gefüllt haben, oder? Ja, also 9, Ja, irgendwas. aber mehr hast du auch nicht messen können, weil das Messgerät nicht mehr Ja. hergibt. Das hat mich erstaunt, dass die so viel Saft abgeben. Ja, also damit brennst du so ein kleines Kabel auch durch. Ja. Alles schon gemacht. Wir hatten früher als hatte ich so ein U-Boot-Spielprojekt mit meinen Brüdern und so. Und da hatten wir Blei-Akkus drin. Aha. Blei-Gel-Akkus. Weil damals gab es diese Lipos noch nicht und so. Also, ja, die 12 Volt, da kommt auch ganz schön, da kommt Strom raus. Also. Ja. Ja, die haben ja nur 1,5, wenn die voll sind. Ja, trotzdem. Hey, wir haben einen neuen im Chat. Einen neuen. GeekTech. What are we creating? Maybe, ja. Yeah, we have the initial plan was to build or basically the project is almost finished. The idea of this lamp was when we are to a Aquansys Twitch channel goes live, Maybe you can show the then lamp or the case. ah the case, yeah. Tells it So all. actually it looks like this when it's closed.
And we have a small LED strip. And the idea was that when we go live, the lamp should go on. And when we go offline, then it should stay offline, stay turned off. But as we had it up until now, we powered it with batteries and they died fairly quickly. So it never turned on, actually. And that's why we are resoldering it to use USB power. And yeah, right now we wanted to measure how much current it will draw. Yeah, and that's where we are right now. Yeah, said batteries, actually two of them are probably dead forever. They have like 0 millivolts left. Yeah. So they won't charge again, I think. Yeah, better not try. Yeah. So we want to measure milliamps. I hope that's the right setting. Yeah. Yeah. And let's give it a try. Okay. 150. Now the lamps turned on. Okay. They actually don't take the 50 milliamps for the lamps, roughly. And okay, not too bad. Yeah, the spikes, I would say, are probably when it's sending or receiving with the antenna. Right now we are every 5 seconds we are refreshing, I think. Yeah. So, yeah, I think then that's when it jumps to 200. So making the calls. Like 50 milliamps. Okay, interesting, yeah. So average something around 180 when it's turned on. I mean, normally we wouldn't make the call to the API so often. Yeah, right. Like every 5 seconds. It's enough if we make it every minute or so. Yeah, so yeah, something around 160 when it's when the lamps are on and the relay is powered. So I wonder, we might even get it down if we add the deep sleep again. But when it's deep sleeping, the relay and everything is also powered down. Ah. So the controller is like turned off in that state. Okay. It's just turning on after the relay you give it. Okay. We're using the microcontroller. Yeah. Actually, this small one, it's a Node MCU, and the actual microcontroller on it is the ESP 8266. For our purposes, it works. Yeah, just a small Wi-Fi controller. Yeah, it has Wi-Fi. I'm not sure if it has also Bluetooth, but Wi-Fi is there, and we were just making two calls to get a token and to request if we are online or not. Mm-hmm. Yeah. It's cool that so we saw that it takes 50 milliamps when it's sending or receiving. That's interesting. That's much less than another controller I have, where I do I use the cell phone signal to transmit data. And that one needs over 500 milliamps when it's sending or receiving. That's tenfold. Yeah, that's tenfold, and that's really training on the battery. Yeah, I can imagine. But yeah, also probably the radio waves are further away, the radio stations, so sending is much more work for the controller. It's on the edge of getting the signal there, so yeah, of course it also has to send with more power. For the router, it's right up there. Yeah, so 5 meters. Probably that's a factor too. Okay, now that we know we have 160, it would be interesting to see how much just the controller would take. Would want to see that too. For that, we can just detach the LED strip. Okay. Power's disconnected, I guess. Yeah, I'm not connecting them. Yeah. So let's measure again.
It's blinking, it's turning on the... It's really almost 150, or, yeah. Wow, that's... That's... So, the LED strip takes like only 20 milliamps? Well, it's LEDs, okay. Yeah. I would assume they take a little. But then the controller takes so much. Yeah, I think it's a Wi-Fi module, probably. Oh, now it's a bit down. Yeah, right. And now it's up again. Okay, so we have our 50 milliamps for the Wi-Fi connection. Still. Yeah, but then it's 50 to for the LEDs. Because when it's not sending, we have 90. Yeah. Right. Yeah. Yeah, when it's up, we're... And before we were at 200 peaks, now we are at 140 peaks. Yeah. So like 50 milliamps. 50, 60, something. Let's write that down, what everything takes. So, come on. Unlock. Yeah. I just noted somewhere here. Yeah, but I mean, now it's understandable that the battery died quickly when the controller is pulling 150. Yeah. So we have our controller. We have the relay. We have our internet connection. And yeah. So we set and the actual light LEDs. So we said the LEDs are at 50 milliamps. Then the internet connection was also like 50. Also something around that. Controller and doing nothing was, or in normal sleep was 90, 94. That was with the relay. With the relay, yes. Yeah, I think the relay was powered on the whole time. But we can just quickly disconnect it. So we were at 90 milliamps with relay. So we can see what the relay was, and then we know what the controller takes itself. Just pull... Yeah. Off. So now only the microcontroller should take current. And 80. I think we have to wait a bit. Yeah, until it's connected and did all its stuff. So I would assume it's jumping down to 20, 30 somewhere. Oh yeah. What? 24 milliamps. 30 roughly. Yeah, so. So the relay is taking 60? Yeah, that's quite a lot. That's more than expected. So yeah, we have here... I mean, probably it has a data sheet that tells you, but... Yeah, but it's boring. Who would read that? Right, who reads the instructions? So, yeah, in total, what we read here, 190, so almost 200. Okay, that's interesting, yeah. So for the relay, actually, when we start, we initialize the LEDs and the API, and in our LED code, we turn on the relay. So that's taking power until it's doing the first request and everything. So we can just set this to low, and we should save some current there. Can you explain a little bit more? When we started, or as it was before we started, when it's waking up, it's initializing all the GPIO pins, and it's already turning on the relay. Okay. You can see it as a bug, because we don't even need it at that point. Yeah. So now it would stay off until we turn on the lamp, and then it says put the relay on high. And when we turn it off, it gets low again. So there we save 60 milliamps for the time doing the request, getting the token, and evaluating everything. Cool. Yeah. But I think the batteries would die anyways. Yeah. So, yeah. Even if it's only controller internet connection, it's around 80, 90 milliamps. Yeah. We have like
4,5 Volts times 5 times 0 point, it's milliamp, it's that. So 0.38 watts. Milliamps. That is its strange symbol and probably not a number, or? Which one? Is it 80 or what did you write? The milliamps? 80. Okay. That looks a bit weird. Oh, on my screen. Resolution. Oh, can I do it larger? No. No worries. Yeah. Okay. Okay, so much. Work. What's the milliampere hours on the batteries? On the batteries, that's the next thing I want to know. We have 750 milliamp hours on one. Yeah, so 750 divided by 80 isn't much. Times, yeah, the volts are. Yeah, just by 80 milliamps, and then you get the hours. Oh, yeah, right. So 9 hours? Okay, that's. Yeah, 9 hours. I mean, you do a bit deep sleep, you don't always have it on. Yeah, yeah. So actually, they should last longer, I would assume. Yeah. Can we use all the 720 milliamp hours? Or at some point, it's too low to power anything? Probably it will break down at the end, but. Let's say it's 700, so 8 hours or something like that. Yeah. With this calculation, you have to think of it's longer because you do a deep sleep, so your controller consumes less. Yeah. And also you don't use the Wi-Fi in that time and so on. But yeah, you wake up every 5 minutes or so. Every 5 minutes we had before, yeah. So we would need to measure how long it takes to do all that to figure it out. Mm. But yeah. Yeah. It's not long. But yeah. The practical test showed it didn't work. So we'll keep it like this. Okay. So now we know. I just was wondering how much it would be. So I thought it would be interesting to measure it. And now we know. But anyways, we have to solder everything together. Just disconnect it maybe for that. Then we have our shrinking tube, or what's it called in English? Turn on the soldering iron again. So the heat needs to heat up, or we can connect back all the plugs we pulled. Did you pull the power already? Yeah. Okay. That was the first one. Disconnect. Great. That's there. Yeah. I think only this one is missing for reset. There and here. So soldering iron is hot. Then get some solder. Get them up there. Keep somewhere where I can work with it. Let's do it. Higher one first, should be easy. Okay. And this one. Don't melt plastic. I give my best. Not to. From this perspective, it looks like it's it's already on the plastic. Yeah, it's not much. It's like 1 or 2 centimeters. Yeah, but here it looks like -2. Yeah. We will go under, over. I think under is better. Yeah, under.
Probably can't see too much, but we can see it. Yeah. This should be good. Okay. Finishing touches. That's fixed. So everything is connected and better test it good. Again before you put it together. We have our cables to the main circuit. These ones are connected. This is going to negative. Those are still attached. We have our V in. Yeah, now with the reset button. So we should be good. Let's connect it and see if it turns on magically. Also, you probably want to flash your software improvement. Yeah, yeah. Of course. Don't waste the precious energy of my battery, laptop battery. Before the session, he said it lasts at least until tomorrow. With now he's saving battery. no upload port. Ah, we can't flash the actual lamp. We have to go to the. We have to connect the controller. This. And probably you also need to change the code again. We don't need the. Oh, we actually want deep sleep now again. Yeah. How much did we say when we're offline? When we're offline, a minute. A minute. And yeah, when we're online, also a minute. Milliseconds. Yeah, this is a millisecond. It's calculated here how long it actually will. Can you scroll up a bit? Delay. To that comment. It says in microseconds. Yeah. And up here we have microseconds per minute. And that's what we multiply it with. Yeah, but then the comment should say in minutes. Because the value here must be in minutes. Yeah, right. Minutes. Okay. So this goes back in. The delay goes out. This goes out too. And that should be it. Awesome. Okay. Now flash again. Let's see if it works. But we didn't have any deep sleep, so I assume it should work now. Fingers crossed. You should. For every flashing, we should make a vote. Will it work? It's like a perfect random number generator. Yeah, manuals are the first thing to put in the trash. That's right. Takes quite long. Do you have to connect that other cable again to the right port? Maybe. I will give it a try. Maybe until next time we have to read again what this did. Yeah, maybe. It's blinking. It's right. Okay. Weird that it took so long. Maybe it was the cable, maybe not. We might never know. Do you know if the chip supports turning off the Wi-Fi? Well, if you don't use it, it's... Or what do you mean by... Hardware turn it off, for example, to save energy. I think when you don't actually use it, it should be turned off. I would assume.
I guess it would still connect to the router and try to Stay in the network. So oh, I wonder if you can really turn it off to say, pull the plug for this. So it's not consuming any power. Like this begin, like do an end for when we are. Yeah, but then this is just a connection, opening the serial connection to the Wi-Fi module, I guess. At least from the naming, it sounds like it. But so, for example, for this controller I told you about with the cell tower connection, there I can actually depower it. So I can turn it off and it shuts down completely. And it's done, then it's not connected and not consuming any power. So if we wanted to save energy for the battery and so, then maybe this would be an interesting thing. But I don't know if that is supported by the chip. I don't know either. I assumed that doing this begin would turn that on in the background, and maybe when you do an end, if there is an end, it turns it back off. Yeah. But I'm actually not sure. Yeah, maybe something to read about. Yeah. Okay, we have flash, so let's connect it again. It should turn on in a second or two or three or a little bit more, but somewhere near now. We are online. Oh, let's watch the stream. Oh, cool. Yeah. Yeah, nice. So that's working. Now we have to find a wall power adapter for USB and then Can you put the cable up? We can actually. Only then it's finished. Right now, put everything back together. This way. Other side, I think. Ah, yeah, right. You're right. Okay. Half the world even cheered for us. Oh, thanks. But just one bit. Oh, come on. Oh, everything is good. Everything is good. Let's just close it up so it looks. It looks clean. Proper. Yeah, finally the lamp comes to good use. Yeah. Yeah, you probably can't really see if it's turned on. Maybe if I pull the plug. Yeah. So it was turned on. You can tell. I mean, we could also end the stream, but this would also help the viewers. Yeah, but then you won't see. But yeah, I think we did everything I wanted to do in this stream. So cool. Thanks for joining us. I hope you had fun with us. A few moments where we struggled, but as you can see, everything went well and was a lot of fun. It was worth the effort to put on the casing because we got another 10 bits from Half the Wild. Oh, thank you. Thanks a lot. So, it was a cool stream. Yeah. You're a good moderator. Thanks. I think everything worked well. I actually get to like the job here on this side, not having to do anything, but just putting in some weird comments and asking some questions that make you think like, oh no. Yeah, the other side is also very relaxing. Yeah, here you have to do more stuff. Yeah, are there any questions left in the chat? Then if not, then we would come to an end. I forgot to ask our team. Tomorrow the stream with the backend stream unfortunately will not happen due to vacations, and don't know when the next stream will be. Yeah, I think next week there will also be no streams. The week after might be streams again, but not 100% sure. But you can follow us on Instagram. There you should get updates when the next streams come up. Yeah. And also, if you want to see the full series, how we
built this lamp, or the internals of that lamp, actually the casing is bought. You can watch on YouTube, there is a playlist with all the streams we did. I think it's complete, except the stream we did today that will follow in the following weeks. So if you have time and want to see how we did this, you can look it up there. Yep. Give me a second to find the playlist. Ah, you want to pause it? Yep. Yeah. Is it complete already? I'm not sure. Seven parts, I see. Yeah, might be that we did seven stream. Yeah. Yeah. So, then thanks again for joining. And see you next time. Have a great day. Bye. Enjoy.